Und auch Thomas konnte sich jetzt von seinen Überrundenen etwas absetzen. Wieder Uwe Jonas. Fahrerhilfe, Achtung! Und los geht's hier, A-Finale Modified, vorneweg an die Kühne mit dem ersten Fehler. Was ist dabei, Lukas? Auf jeden Fall absoluter Chaotenstart hier. Gucken wir mal hier. Jetzt haben wir uns sortiert. Ja, okay, Luki hat zwei Plätze verloren, genauso wie Andi, aber wenigstens deren Reihenfolge stimmt. Erstmal. Also vorneweg jetzt Uwe, gefolgt von Thomas, Luki und Andi. Bleibt sauber da, Jungs. Absolut Geschwindigkeitsüberschuss bei Lukas. Der muss jetzt so gucken, dass er dann irgendwie am Thomas vorbeikommt, ohne in den Dreck zu fahren. Da ist er. Und jetzt Andi auch noch. Oh, Backe! Jungs! Akku raus. Bei Andi Kühne. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns hier wieder ein bisschen sortieren. Und auch Luki hat den Uwe wieder kassiert. Drei Minuten 40 haben wir jetzt hier noch zu fahren. Vorne weg, Lukas, gefolgt von Uwe, Jonas und Tim. Bitte von der Strecke runternehmen, das Auto, wenn er angepackt wird. Also komfortabler Vorsprung jetzt von Lukas. Die Karambolage mit Andi ist quasi vergessen. Hat seine Position 1 mit gutem Vorsprung jetzt wieder zurück. Dahinter haben wir aber Uwe, Jonas und Tim. Auch Thomas leider schon eine Runde zurück. Also steckst du da in einer Überrundung, Thomas. Wenn es passt. 2 Minuten 50 haben wir. Ja, aber Jonas macht jetzt nicht die Anstrengung, dass er da unbedingt den Thomas überholt, wenn er andersrum. Thomas möchte sich gern zurückrunden. Uwe, du kämpfst jetzt wieder für die Position. Okay. So, also Thomas hat sich zurückgerundet. 2 Minuten 30 hat er noch um die Jungs. Ja, das wird nicht funktionieren, wieder einzuholen. Aber aktuell Überschuss da bei Thomas gegenüber seinen drei Verfolgern. Mal gucken, ob das hält. Ja, immer noch Luki. So, die nächste Gruppe kann sich dann fertig machen, bis ihr Autos zur Tech und dann nach vorne laufen. Kann da fast. Ausrollen lassen, würde ich jetzt mal behaupten, aber klar, hier geht es ums Testen, hier so vielleicht auch mal fürs ETS oder auch für die deutsche Meisterschaft gesetzt zu werden. Darum geht es ja eigentlich an diesem Wochenende. Absoluter Punch dabei, Lukas. Und auch Thomas konnte sich jetzt von seinen Überrundenen etwas absetzen wieder. Uwe, Jonas und Tim, die stecken allerdings im Dreikampf um Position 2 eigentlich. Also hier geht es auch noch voll ums Podium. Der Einzige, der jetzt von den dreien noch profitieren kann, ist eigentlich Tim, der sich aufs Podium stellen kann aktuell. Weit nach außen. Vorsicht da mit dem blauen Außen. Das ist rutschig. Da möchte man nicht unbedingt draufkommen. Aber alles nochmal durchgegangen bei Tim Kromann. Und Uwe muss anfangen zu kämpfen. Oh, nicht bei Uwe da, hat auch Jonas direkt ausgenutzt. Also Jonas jetzt auf der 2, Uwe auf der 3, Tim auf der 4. Kann da Tim auch noch den Uwe unter Druck setzen. Uwe ist Pink heute unterwegs. Fehler! Warte! Harter Einschlag von Jonas. Wenn da mal nicht was kaputt gegangen ist. Eieiei, Jopf stellt auch ab, also die Karre ist jetzt nicht mehr fahrbar. Schade, schade. Schöner Kampf, aber dafür umso mehr Zweikampf zwischen Uwe und Tim für die Position 2 und 3.
Oh, heftiger Abflug da auch von Lukas. Nicht, dass da auch was am Auto kaputt gegangen ist, da hat er mördermäßig den Körper mitgenommen. Ach, da wir haben jetzt hier noch 15 Sekunden, also wir gehen auch gleich in die Überzeit. Ja, vollkommen ohne Bedrängnis, ne, Lukas? Ja, schade, schade. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Jetzt kann er erstmal auf jeden Fall den Aufstieg zu, nach Hause fahren. Wir gehen in die Überzeit. Thomas fertig. Uwe fertig. Konnte da seine Position. Zwei sicheren. Tim auf der 3 auch fertig. Lukas fertig. Und damit war es das. Gewonnen hat Lukas vor Uwe und Tim. So, zweiter A-Finale Modified, vorneweg an die Kühne. Gefolgt von Lukas Ellerbrock, Uwe Reimers, Tim Kohmann, Thomas Welzig und Jonas Schader. An die Kühne damit ordentlich Bums in der Karre, aber auch der Lukas. Oh, Helfer der Karosse. Karosse hinten. Karosse hinten. Schade, weiter geht's Uwe. Vorne immer noch Andi, gefolgt von Lukas. Kann Andi da 5 Minuten lang den Lukas hinter sich halten? Mal schauen. Wer hier zuerst den Körper erwischt. Entschuldigung, ich bin gemein. So, 4 Minuten haben wir noch. In Führung immer noch Andi Kühne. Komfortabler Vorsprung aktuell von 2,2 Sekunden auf Lukas. Dahinter auf der 3 Tim Kohmann, 2,3 Sekunden hinter Lukas. Auf der 4 Thomas Welzig. Auf der 5 Jonas Schrader und 6 leider Uwe Reimers. Eingedrückte Fahrer. Immer ärgerlich. So, da haben wir einen Zweikampf. Thomas Welzig und Jonas Schrader jetzt eingebogen ins Infield. Gold gegen Blau-Orange. Müsste das sein? Ja. Da geht es um Position 4. Also hier aktuell der einzige Zweikampf so richtig zwischen den beiden. Ging jetzt einer auf die Gerade. Gut getroffen von Jonas. Ah, leider schlecht gebremst. Aber gut, Abstriche muss man immer machen. 3 Minuten haben wir noch. Andi baut seinen Vorsprung aus. 2,4 Sekunden hat er jetzt auf Lukas. Aber Mensch und Maschine müssen erstmal halten. Schauen wir mal. Ja, und Jonas klopft da auch mal bei Thomas Welzig an. Also der hätte gerne auch seinen 4. Platz. Nur Thomas sagt, nö, kriegst nicht. Kommt doch. Leicht gekörbt von Jonas. Ja gut, der muss natürlich jetzt Attacke fahren. Die Motoren sind ja hier freigestellt, also Geschwindigkeitsunterschiede sind durchaus möglich. 2 Minuten 15 haben wir noch. Abstand zwischen Andi und Lukas. Ähnlich gleich geblieben, leicht minimiert. Also Luca kommt etwas näher. Ja, 2-1 jetzt von Lukas. Wieder ein Zehntel abgeknüpft und Uwe kann so ein halbes Auge nach hinten werfen. Da kommt der Andi. Jetzt musste Jonas auch ein bisschen abreißen lassen von Thomas Welzig. Aber wir haben ja schließlich noch 31, also hier kann noch alles passieren. Gucken wir mal, was hier noch ansteht. Uwe macht schön die Tür auf. Wunderbar, so muss das sein. Jetzt wieder die eigene Linie finden. Reifen erstmal kurz wieder sauber fahren. Ach, und Druck aufs Dach drehen. Helfer mit viel bitte. Jo. Das ist natürlich fies. In Bernau sind die Wege weit. Das hilft nicht den Verunfallten. Aber
Da muss man durch. So, also, letzte Minute angebrochen. An die Bühne vorneweg immer noch unbeeindruckt von Lukas aktuell. Ja, Rückstand 1,7 Sekunden. Vorsicht da, Jonas stellt ab. Also sind wir nur noch zu 5 aktuell. So weit liegen da von Andi, fast an der Holzwand da geschrappt. Aber das ist Präzisionsarbeit. Vorsicht, Thomas. Großartig. 15 noch zu fahren. 15 Sekunden aber noch. Das sollte ohne Abflug von Andi jetzt keine machbare Aufgabe mehr für Lukas sein. Danke, Thomas. Mischt sich da gar nicht erst ein. Macht die Tür auf und sagt, fahr doch. Die Überzeit beginnt. Lukas ist fertig. Thomas ist fertig. Du darfst nochmal. So, da kommt der Uwe, ist auch fertig, genauso wie Tipp. Und Andi beendet das Ganze, gewinnt den zweiten Lauf vor Lukas und Tipp.